Hallo und herzlich willkommen zu Part 59 von Star Wars The Old Republic. Ich wollte mal anders anfangen. Du wolltest mal anders anfangen, ich hab's gemerkt. Ich hab's spontan gemerkt. Ja, super. Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Haben Eingänge gesucht. Ja, wir mussten Notstopp drücken, denn ich war halbwegs am Durchdrehen. Ich musste fast... Ja. Und jetzt, da es eine neue Folge ist, machen wir meine Mission weiter und gehen erstmal weg. Natürlich. Dann würden wir wieder den Eingang suchen können, ne? Ja, genau. Nee, ja, natürlich nicht. Oh. Sekunde. Ich hab den Schwarz mit dem Mikros vor meinem Tor stellen. Ja. Und er hat mir noch kurz was im Pilze gezeigt und den Sound umgestellt. So. Gut. Schön, dass ihr das geklärt habt. Gab wahrscheinlich eine schöne Rückkopplung. So ein bisschen. Also, ja, komm, lass mal loslegen. Scheiße. Ja, ich würde mal sagen, ich hau mal mein Schwert da rein. Ja, ne? Mach mal auf. Mach mal auf, Mari. Oh, ich mache in einem Gespräch die Tür auf. Oh Gott. Oh. Ach, echt? Sieht wie ein einfacher Hebemechanismus aus. Ich muss nur... Einen Moment bitte. Ach so, beschütze ihn. Ah. Hinter uns. Ach, ja. Die will ich angreifen. Sehr gefährliche Ruinen. Jo, sehr gefährlich. Ach, noch gefährlicher. Kommt noch mehr, Ruinen. Ja. Kommt noch mehr gefährliche Ruinen. Oh nein, die sind so gefährlich. Kommt noch mehr. Die gehen immer weiter zurück. Großer. Noch ein Stück zurück, dann kann ich reinspringen. So, und tot. Öffne die Tempeltür. Das war schwer. Oh, looten. Loot. Loot. Halb! So. Ah, so. Ich bin wohl außer Übung. Ich bin so aufgeregt. Jedes Mal, wenn ich ein neues Grab aufmache, als würde man eine Blume aufblühen sehen. So viele Wunder. Was hat der gerade genommen? Das will ich auch haben. Also, die Dose stimmt auf jeden Fall nicht. Das sind wohl die Katakomben. Der Rest des Tempels muss von den Elementen zerstört worden sein. Der mächtige geheime Orden von Nagasados Attentätern, den Saduanern. Hierher kamen sie zum Sterben, wenn ihr blutiges Werk verrichtet war. Was für ein Vermächtnis. Ich habe fast Skrupel, es zu zerstören. Bitte, ich weiß, dass die Geister wollen, dass alles hier zerstört wird. Lasst mich wenigstens ein paar Holo-Aufzeichnungen machen. Wenn wir diese ganze Geschichte zerstören, machen wir uns zu Weisen. Eine Kultur braucht die Hand der Vergangenheit zur Orientierung. Macht eure Aufzeichnung und seid bitte besonders gründlich. Danke, das sollte nicht sehr lange dauern. Hoffe ich. Da, das war das letzte Stück. Oh, Holo-Touch. Sagt einfach Bescheid, wenn es vorbei ist. Nee, ist nicht in Ordnung. Okay, wir müssen die Reliktbehälter zerstören. Das sind anscheinend die Dinger. Also ich anscheinend. Du kannst die Gegner in der Zwischenzeit besiegen. Nee, das kannst du machen. Ich will nicht alles machen müssen. Ja, doch. Insbesondere das. Nee, nicht alle hier? So, die sind nicht alle hier. Okay. Hat er denn alles schon aufgenommen? Da vorne hat es noch ein paar. Ja, da müssen wir, glaube ich, lang. Also, ich links von mir, aber scheiße. So, ich. Genau, die sind da. Da kommen noch zwei. So, du erledigst die, ne? Muss mir ja keine Sorgen machen, oder? Jojo, mach mir Sorgen. Mach mir Sorgen, okay. Denn schließlich
Ja, hallo. Sorgenlos einfach sein, wie geht denn das? Sorgenlos durch die Nacht. Wie hast du heute mit der Musik, ne? Mit der GEMA. Nee, aber wir brauchen Bass. Wir brauchen Bass. Bass, wir brauchen Bass. Bass. Und planlos Auto fahren. Autobahn. Auto fahren. Planlos Auto fahren. Bahn. Ne? Genau. Autofahrenbahn. Wir machen hier gar nicht Schleichwerbung. Nein, 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 nein. Wir brauchen auch keine Stimmung heute. Nee, nee. Auf deine Mütze. Aber ich darf es, weil Mütze. Nicht weil Baum? Oh, nee, gut, ich habe kein Lichtschwert in der Hand. Und ich bin fast tot, wenn mir gerade auffällt. Scheiße. Ja, weil der Gefährte bei mir ist. Warum? Ja, weil er am Kämpfen ist. Er ist nicht auf. Er ist auf. Er ist auf Heilen. Ja, aber er ist. Auf Heilen. Aktiv und nicht auf passiv. Er ist auf Heilen. Logisch. Ist auf Heilen. Aber er ist auf aktiv, auf Kämpfen. Wie stell ich das denn um? Und. Ich muss mich gerade zielen, warte. Unten, ja. Rollenauswahl. Zielmarkierung? Nee. Nee, das ist bei. In der Auswahl kannst du auf passiv umstellen. Oder die Faust oder neben der Faust ist ein passiv, so ein verschränkter Arme. Was? Ach, egal. Aber auf passiv musst du aufpassen, dann heilt er auch nicht mehr, ne? Dann ist er einfach bei dir. Oder heilt er? Nee, der heilt. Er ist bei mir jetzt. Er ist einfach bei dir. Hast du ihn wieder auf Angriff gestellt? Er ist nicht auf Angriff. Schau kurz hin. Schau kurz. Er ist doch nicht mehr auf passiv gewesen. Ja, du hast ihn aber auch nicht umgestellt, ne? Nein. Du hast hier nicht dann. Ich habe gerade nichts umgestellt. Ich nichts umgestellt. Ali nix schuld, ne? Ali nix ich schuld. Ich nix schuld. Und das Ruckeln war sicher auch sehr angenehm für den Ton. So, wir müssen noch einen finden. Natürlich noch einen. Der mit Sicherheit nicht hier ist. Warum auch? Ach, ich hab ihn. Störe das Hauptrelikt. Lass mich raten. Das ist direkt das hier. Oh, wir reden mit dem Hauptrelikt. Und tschüss. Das war der letzte. Mein Lord, dieser Droide, haben wir den nicht schon mal besiegt? Ausgezeichnet. Danke für die Hilfe, Sith. Faszinierend. Wie ist das möglich? Anscheinend ist es nichts Technologisches. Zu sehen, wie diese Marionetten von Nagasato vernichtet wurden, ihre Gräber geschändet. Normalerweise stehe ich ja über Gefühlen wie Rache, aber das gefällt mir. Eure alten Marionetten haben mir irgendwie besser gefallen. Die waren lebensechter. Ich finde auch, dass die Ästhetik von Nagasados Droiden etwas zu wünschen übrig lässt. Der Geist! Nicht in einer Million Jahren! Die Starrunner befindet sich im Bauch des mächtigen Superschlachtschiffs Star of Coruscant auf dem Schiffsfriedhof. Ich habe sie zur Sicherheit dort geparkt, nachdem ich ihren närrischen Captain zermalmt habe. Ihr findet mich dort. Ich kenne diesen Ort, aber es wimmelt dort nur so von Piraten. Ich glaube, sie nennen sich Weißer Schlund. Sie sind nicht gerade Historiker. Ich kann Darth Tanaton nur mit der Macht dieses Geists besiegen. Ich erwarte mit Spannung eure Ankunft. Unglaublich! In einem Moment läuft er herum wie neu und im nächsten... In der Basis, ganz hier in der Nähe, gibt es bessere Ausrüstung für die Analyse. Sie liegt auf dem Weg zum Schiffsfriedhof, wenn ihr mir folgen wollt. Natürlich wollen wir ihm folgen, ne? Nee, eigentlich nicht. Eben. So, wo müssen wir hin? Zu Tesh Außenposten Gleiter. Tesh Außenposten, Punkt. Tesh Außenposten Gleiter. Nee, es gibt keinen Gleiter dahinter. Doch. Nein. Das weiter oben. Nee. Natürlich nicht. Aber der Gleiter gibt schon. Das zeige ich selbst auf der Super-Duper-Schnellreisekarte. Super-Duper-Schnellreisekarte. Schön, dass wir immer wieder neue Begriffe dafür haben. Auf jeden Fall. Aber der Schweißfrei bleibt schweißfrei. Ja, hoffentlich bleibt der Schweißfrei.
Ich hab keine Lust bei den Temperaturen. Ich nuschel jetzt auch schon so wie du. Genau. Nuschel, nuschel. Nuschel, nuschel, nuschel. Überschlägst dich, ne? Nur du hast keine Ausrede, dass du normalerweise nicht Hochdeutsch sprichst. Mach ich auch nicht. Ich sprich normalerweise Ruhrpott. Ruhrpott. Ich spreche den Ruhrpott. Kurz. Den Ruhrpott-Slang. Kurz. Kurz. Ja. Wir kürzen viel ab. Ja, nicht umsonst gab es bei uns im Touristikcenter ein Wörterbuch. Ruhrpott Deutsch. Deutsch-Ruhrpott. Müssen wir runter? Wahrscheinlich müssen wir runter. Wahrscheinlich müssen wir runter. Nicht nur wahrscheinlich müssen wir runter. Du springst einfach, okay. Ich liebe es. Hab's nicht überlebt. Ich hab's gemerkt. Und die Kamera zuckt. Die Kamera zuckt? Ja, jetzt bin ich. Nee, ja. Oh. Bist du wieder in der ursprünglichen Basis? Ja. Natürlich. Das sind Gegner. Schnell umdrehen. Ich hasse die Karte, ich hasse die Karte, ich hasse die Karte. Du hast die Karte? Ich hasse die Karte. Hast du sie immer bei dir, oder wie? Nee, dabei haben nicht, aber ich hasse sie. Der Hass ist mit ihr. Ja, der Hass ist mit der Karte. Ja, der Hass ist mit der Karte. Oh. Also ich fahre einfach mal, oder ich schleiche, oder schweißfreie, einfach mal entlang des der Klippe. Des Klippes, würde ich gerade sagen. Klippes. Und ich stacke. Du stackst, dann entstacke dich mal. Ja, ich muss wohl stacken. Ja, richtig stuck. Nee. Stecken bleiben. Oder stuck. Aber stecken bleiben, ne? Ist die sympathischer. Oh, viel besser. Ich kann mich gleich mehr bewegen. Du kannst dich mehr bewegen, wie kannst du? Ah, ich hab's geschafft. Mit Hilfe von stecken bleiben und einer Betätigung der Leertaste. Also einer vermehrten Betätigung der Leertaste. Ich sterbe nicht. Und du bist tot. Ich sterbe nicht, Aha! Ich wurde runtergeglitscht! Aha! Ich bin wieder oben. Was? Hey, was? Das ist nicht mein Name. Ja, jetzt sterbe ich. Oder halt auch nicht. Ja, ich nehme den richtigen Weg. Ich stacke. Du stackst, dann gib schräg, ich stack ein. Habe ich schon mal gesagt, du solltest schräg sich stack eingeben? Ich bin wieder oben. Bist du wieder oben? Ich wurde nach oben gestackt. Geschrägstich stackt. Stackt. Gesteckt geblieben. Genau. Stecken bleiben, das ist auch schön. Ja, ich bin gleich dort. Und du? Ich auch. Ich komme nur von oben. Dann wird man dich loben, ne? Ja, das dachte ich mir nämlich. Auch gut hast du es gemacht. Du kommst von oben. Da lobt man mich besonders oft. Kommst du von oben, wird man dich loben. Boah, ist sehr schlecht. Das ist genauso schlecht. Das Tal kommt mir bekannt vor. Ha? Das Tal kommt mir bekannt vor. Ich weiß nicht warum. Warum habe ich einen Schnelltransport gemacht? Wir hätten wirklich nur zweimal abbiegen müssen. Ja, aber ja. Aber nein. Nee. Aber so einfach, ne? So, zeig mal an. Karte, bitte zeig mal an. So. Wie sieht's denn aus? Ich bin da. Ja. Ich würde gern rein. Ich bin der falschen Ort. Also ich bin der. Den falschen Weg durch die Schlucht gefahren. Ich muss kurz umdrehen. Und ja, Talos, es hat wehgetan. Aber danke der Nachfrage. Ja, der soll nicht nachfragen, der soll heilen. Genau. Wo bist du denn, Alter? Ja, ich bin auf dem Weg. Alter. Kein Stress. Mach schneller. Mach mal hinne. Mach mal hinne, ey. Nicht bummeln. Und nicht trödeln. Nicht trödeln. Aber vor allem nicht bummeln. Aber erst recht nicht trödeln. Vorsicht, Vulkan im Weg. Oh nein. Was ist hey! Keine Reinigung. Schau, so geht das.
Wow. Das kann nicht jeder. Ich merk schon. Das musst du zuerst üben. Jo, geh mal vor, ich bleib hier anscheinend nicht drauf. Okay. Ah, das sind ja Freunde. Ja, das sind Freunde. Das sind aber nette Freunde. Ciao, eine Twi'lek. Oh, oder ein Twi'lek. Stell mich mal direkt daneben, kann mit dem anfangen. Ich kann mit dem Twi'lekisch. Oh Gott. Ich kann fließend Twi'lekisch. Twi'lekisch. Die offizielle Sprache der Twi'lek. Twi'lekisch. So. Ja, wenn dieses Video 5 Daumen hoch. Oh, oder. Netter Preis für etwas, das wir aus dem Eis geholt haben. Das Lichtschwert gehört euch. Schön mit euch Geschäfte zu machen, Tals. Gebt mir das Lichtschwert. Noch ein Interessent. Ich rieche einen Bieterkrieg. Ich bin offen für Angebote. Verdreifachen, was? Abgemacht. Männer, macht eure Blaster bereit. Was? Zum Schlachten. Good Preis. Die sind umgefallen. Die sind einfach umgefallen, ne? Jo. Ja, nimm mal. Ich nehm mal. Red mit dem Lichtschwert. Ich wusste nicht, dass ich hier auf Tals treffe. Man sollte wissen, wem man lieber nicht in die Quere kommt. Okay. Oh, ich habe eine neue Rüstung. Das ist schön. Apropos neue Rüstung, ich habe auch eine. Ich habe die nur noch nicht an. So. 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 Nobel, ne? Nobel. Nobel. So, das kann ich hier hinschmeißen. Gut. 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 Weiter geht's. Wir müssen... Was auf Hulu Touch? Ist der Titel... Der Titel. Was? Der Titel, ja. Was? Wir müssen einfach zu Frostwalk Außenpostengleiter. Frost, das haben wir noch nicht mal frei. Frostwalker Außenposten, da ganz rechts? Ganz rechts außen, warte mal. Soll ich da ja schon mal hingehen? Ja, ich kann nicht. Ich schon? Ja, dann geh halt. Ja, ich gehe auch. Ich mach Holotouch dahin. Unglaublich, was der nicht einfach alles macht. Unglaublich. Einfach Holotouch. Quietsch. Quietsch. Einfach Holotouch in die Richtung. Ich warte dann mal, ne? Jo, warte mal. Und ich mach mich hier mal auf den Weg. Mach das. Zeige alle autorisierten Ziele an. Meh. Ist ja gut. Und ja. Was gibt es Neues zu erzählen? Dass ich einen Folgentitel hab mittlerweile. Du hast einen Folgentitel? Ja. Ich habe ja jetzt Zeit, mir sowas zu notieren. Ja. Er hat Zeit. Ich muss da irgendwas zusammendichten. Du musst irgendwas zusammenrichten, das ist absolut richtig. Da sind wir wieder bei Teamwork, ne? Toll, ein anderer macht's. Ja. Ja, ich hoffe mal, ich komme gleich an. Oh. Ging ja förmlich schnell. So, jetzt können wir noch ein weites Stück fliegen. Nein, schweißfrei. Schweißfrei. Schweißfreien.
Schweißfreien. So, ich hoffe mal, wir können Querfeld einfahren und müssen da nicht wieder so ein komischer Zickzack passen. Nicht sterben. Das ist nicht erlaubt. Und ich hatte gerade so ein Gefühl, als hätte ich Pfeffer im Hals, aber das kann irgendwie nicht sein. Wie jetzt? Isst du kein Pfeffer? Nicht regelmäßig. Also ich meine so Pfefferkörner, so ganze Körner in den Mund und dann gib ihm. Doch, regelmäßig, sag ich dir. So regelmäßig, ne? Aber ihr habt schon länger nicht mehr die Therapie eingenommen. Pfeffertherapie. Natürlich, die Pfefferkorntherapie, kennst du die? Nee. Ich schon. Ah, oh, nein! Bitte sehr. Ich fand das Kämpfen so toll. Ja, ich weiß. Du kannst mich denn das ist eine Sucht von dir. Die möchten unbedingt. Nein. Doch, anscheinend schon. Die wollten selbst sterben. Ich helfe denen nur dabei. Ich lasse es nur Sterbehilfe. 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 Haben wir eigentlich schon alles zu unserem Setup gemacht? Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, wir haben jetzt auch alle Stories aus dem Nähkästchen langsam raus für heute, ne? Ja, die. Ich meine, wir haben jetzt schon so, was wir so zwischen den Aufnahmen gemacht haben, dass wir schon noch Infodoom heute aufgenommen haben. Ja, der Infodoom war ja wirklich legendär. Wir könnten ja mal so parallel ausrechnen, wie lange der Upload heute dauern wird. Von der vielen Gigabytes an Rohmaterial. Ich habe gar nicht nachgeschaut, wie groß das Doom ist eigentlich. Also mein Doom ist 2 Gig groß. Okay. Ich glaube, meins ist wahrscheinlich ein bisschen größer. Ich habe ein 2 Gig Infodoom. Ein 2 Gig Infodoom. Eigentlich müsste meins größer sein, weil meins länger ist. Ja, deins ist länger, aber meins ist auf Ultra. Meins auch. Seins auch auf Ultra. Meins ist, was willst du mit Ultra? Ah ne, gut, ich habe die Frame ja sowieso auf 60, also... Weil ich war so erstaunt am Schluss von Doom, habe ich mich ja noch schön verschluckt. Ist mir das ganze Spiel über nicht aufgefallen, aber ich hatte so durchschnittlich eine Framerate von 200 Frames. Und ich so, was? Was ist denn hier los? Ich nicht. Ich hatte alles auf Ultra. Ich nicht. Warum nicht? Ich nicht. Warum? Das reden wir jetzt nicht weiter an. Okay. Warum? Baum. Ach, schön, aber ich sehe keinen. Und ich bin Stufe 41. Was? Ja. Das war leicht random. Erkundungsmission und so, weißt du? Das war trotzdem leicht random. Nee. Doch, es war random. So, jetzt kommen wir nächstens an, oder wie sieht's aus? Ja, nächstens. Nächstens. Wir haben noch ein bisschen Zeit zum Quatschen. Genau. Themen. Themen. Was meinte deine Community noch so? Nicht viel. Da haben wir schon erzählt. Wir können ja noch über die ehemalige Gamescom quatschen. Die ehemalige Gamescom. Ja. Die war sicher schön. Wir haben sicherlich auch einige von euch getroffen. Ja, aber das ist alles so Theorie, denn die steht noch an für uns. Das sind wilde Theorien. Live hier bei SWTOR. Und heute ist immer noch Dienstag. Gamescom bis Donnerstag und Freitag. Wir können hier schon anteasern, was wir morgen machen. Genauso wenig wie heute. Ja gut, aber wir gehen doch noch vloggend an der Nord hin. Wir gehen vloggend dahin? Ja, wahrscheinlich. Das ist richtig. Ein Freilichtmuseum. Mal wieder. Ist alles in Ordnung. Was anderes. Ja, zur Abwechslung. Abwechslung haben wir in der Schweiz nicht gemacht. Nee. Und aber das ist nur so ein kleiner Teil, denn wir wollen am Nachmittag oder spätestens am Nachmittag wollen wir wieder ein bisschen. Wir wollen am Nachmittag oder spätestens am Nachmittag? Ja, nee, ich sage spätestens am Nachmittag eigentlich. Wollen wir wieder hier sein, damit wir weiter ein paar Aufnahmen machen können. Ja, wir haben ein bisschen was zum Vorproduzieren, so allgemein. Ja, allgemein so haben wir viel zu vorzuprodukieren. Und deswegen nutzen wir jede Gelegenheit, und die ist jetzt eigentlich bestens dafür geeignet. Auch wenn die Tonqualität darunter leiden muss. Ja, aber das ist ja nicht Dauerzustand. Also das ist kein Dauerzustand. Das ist genauso wie in meinen ersten 7 Parts, dass die Videoqualität total scheiße war. Ja, aber das ist dann so Zeug, müsst ihr halt euch gewöhnen. Es kann kurz temporär mal passieren, dass die Qualität ein bisschen leidet. Da es nicht unbedingt Sinn macht, diesen riesen Equipment hin und her zu transportieren. Das ist korrekt.
Denn es ist eigentlich schon Zufall, dass ich hier mit super Grafik aufnehme. Ja, das ist ein dummer Zufall, das ist richtig. Das ist wirklich ein Zufall, der sich einfach gut ergeben hat. Ja, möchtest du eventuell auch schon sagen, wie du das den Zufall nach Hause kriegst? In einem Koffer. In einem sehr großen Koffer. So. Der letzte Augenblick deines Lebens ist gekommen. Eine wilde Bestie wie dich könnte ich gebrauchen. Abgemacht. Reih dich ein. Ich habe auch noch ein paar Dinge zu erledigen. Kämpfe an meiner Seite, Monster. Gemeinsam werden wir all unsere Feinde zerstören. Was? Bitte? Ja. Meinen neuen Gefährte. Okay. Du musst mich nur gerade aufklären. Ja. Ist das ein Bademantel oder ein Handtuch? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist es auch ein Yeti. Oh Gott. Das sieht. Und er hatte über sein Handtuch noch einen Bademantel an. Oh, warte, ich muss mal kurz anschauen. Ach, der kann nicht mal Rüstungen anziehen. Er hat einen Bademantel, mehr braucht er nicht. Der Bademantel ist sein Schutz, ne? Ja, eben. Was braucht man mehr als einen Bademantel? Springen? Ja, springen. Springen. Springen ist immer gut. Lass wir die Begleiter kämpfen, ne? Ja, auf jeden Fall. Was muss ich tun? Finde Jedi Ritter Xelrenda. Gut, dann finden wir den mal. Ja, vielleicht sollen wir ein paar Gegner dabei besiegen. Warum? Weil das Ziel hier irgendwo ist, oder? Keine Ahnung, ich finde ihn nicht. Ja, das, wir müssen hier suchen. Überliste die Kommandoeinheit ist das Ziel. So, dann 15 wäre die Bonusmission. 15? Wie viele haben wir schon? Jetzt haben wir 5. Oh. Jetzt haben wir 6. Echt? So, guck mal hier rein. Jetzt haben wir 7. 8. So, jetzt kommt der 9. Das ist jetzt der 10. Es geht irgendwie schnell, ne? Ich bin gerade am 11. Aber das ist ein Sprengstoffexperte, der dauert länger. Dieser Sprengstoffexperte immer, ne? Ich helfe mal nach. Ja, danke. So, wie viele haben wir? 15. Ne, wie viele haben wir? 15. Haben wir schon 15? Nee, brauchen wir nicht. Wir haben 11. Kannst du einfach mal anfangen, meine Frage zu beantworten? 15, wir brauchen 15. Hilft dir das nicht weiter? Oh. Das ist so Schweizer Logik, ne? Ja. Ich merk schon. Ein kleines verrücktes Völkchen da unten, ne? Na klar. Mit 120 auf der Autobahn.
Ja, wer fährt jetzt gerne 120 auf der Autobahn? Ich? Sag jetzt nicht auch ich, ne? Werden ja auch mal mit der Initiative mit 140 auf der Autobahn, ne? Ja, schade. Also ja, Initiative, das war. Ja doch, es war eine Initiative. Sie kam abgeschlossene Bonusmission. Ein paar Stimmen nicht zustande. Fazit, was? Abgeschlossene Bonusmission. Jo, dann mach mal tot. Ja, ich mach mal tot. So, gut. Tot. Gut, Befehle befolgen kannst du. Mach mal tot. Und bumm, tot. Aber er ist nicht durch mein Schwert gestorben. Das möchte ich nochmal kurz... Ach so, das ist dann kein Tod von dir, ne? Du das ist kein getötet. Kill. Nee, das ist kein Kill, das ist ein Schock. Der ist in der ewigen Schockstarre. Der ewigen Schockstarre. Ich töte eigentlich nicht, ich lege nur in Koma. Da vorne ist die Jedi-Ritter Xerenda. Ja, dann. Meine Augen müssen sich erst noch eingewöhnen. Aber dich erkenne ich ohne Probleme, tapferer Xerenda. Dein Anblick erwärmt mich. Meister Violet, euer Martyrium hat ein Ende. Ich wünschte nur, ich hätte euren Ruf nach mir schon früher gehört. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Es brauchte starke Konzentration, um dich herbeizurufen. In all den Jahren unter diesem Geröll ernährte ich mich von der Macht und kann nun großartige Erkenntnisse weitergeben. Das wird lustig. Ich kann es kaum erwarten. Was geht hier vor? Ich spüre eine Präsenz. Baras. So ist es. Das ist Darth Baras Schüler, der gekommen ist, um zu verhindern, dass ich euch wieder das Kommando übergebe. Spart eure Stärke auf, Meister. Meine Leute und ich werden diesen Eindringling erledigen. Ich werde diesen Sieg bis zum Schluss auskosten. An die Waffen, Männer! Beschützt Meister Violet mit eurem Leben! Meister Wild. Ich würde sagen, dann beschützen wir Meister Wild mit unserem Leben. Ja, auf jeden Fall machen wir, ne? Und schließlich sind wir ja die Männer. Genau, richtig. Wir machen hier. Wir machen Krieg, ne? Ja, wir sagen hier den Ton an. Ich mach mal tot, ne? Ja, mach mal tot. Ich geh mal wieder ein bisschen zur Seite. Das funktioniert gut. Ja, das funktioniert sehr gut. So, mach mal tot. Wir haben einen tot gemacht, ne? Jo. Und... Moment. Jetzt. Halt, Sith! Wäre meine Stärke schon vor diesem Moment zurückgekehrt, hätte ich Xerenda davor bewahrt, euch anzugreifen. Jetzt ist er am Boden und euer Kampf hat diese Kammer instabil gemacht. Sie wird jeden Moment zusammenbrechen. Ihr habt eure Überlegenheit bewiesen. Lasst mich um Xerendas Leben verhandeln. Sein Leben ist verwirkt. Auf Wiedersehen, alter Freund. Jetzt wünschte ich, ich hätte dich nie herbeigerufen. Sith, eure Bemühungen, uns zu neutralisieren, sind unnötig. Ich habe kein Interesse daran, den Kampf gegen das Imperium fortzuführen. Als ich hier begraben war, habe ich mich mit der Macht vereint und alles andere um mich herum vergessen. Ihr müsst mächtiger als jemals zuvor sein. Die Macht ist mit mir, mehr als je zuvor. Ich glaube, ich könnte euch ziemlich leicht besiegen. Doch die Geschehnisse in dieser Galaxis und in diesen Zeiten interessieren mich nicht mehr. Ich möchte nur meine Meditation fortsetzen. Ich kann nicht zulassen, dass ihr noch stärker werdet. Ich werde euch entweder schnell besiegen oder so lange gegen euch kämpfen, bis diese Kammer über uns beiden zusammenstürzt. Wow, ich ein gelbes Lichtschwert? Nee, er. Ja, anscheinend.
Also der hat ja so stark durch die Meditation gestärkt. Ja, also seine Meditation war richtig gut bis jetzt. Ja. Kann man nicht anders sagen. Ja. Dieser Kampf ist sinnlos, Sith. Die Kammer wird bald schon einstürzen. Kämpft weiter und ihr werdet sterben. Während ich einfach wieder in meine Trance falle und mich erneut mit der Macht vereine. Jetzt könnt ihr noch verschwinden und eure Mission wäre erfüllt. Ich werde hier für immer begraben sein, im Einklang mit der Macht. Schluss mit dem sinnlosen Geschwätz, alter Mann. Ich habe euch gewarnt. Jetzt ist euer Schicksal besiegelt. Ja, steh mal erst auf. Also was man ihm sagen, also was man ihm anhängen kann, er ist auf jeden Fall sehr stark. Jo, das stimmt. Aber natürlich nicht stark genug. Er ist hart. Also zumindest nicht gegen meine Macht sitzen. Jo, und tschüss. Okay. Das war's. Das war's. Nutze das Holoterminal deines Schiffes. Ah. Oh. Oh. Schön. Oh. Das ging ja zügig. So, wir müssen zum Frostwake Außenposten. Wo ist der? Wir müssten dann zu dem... Ganz rechts. Ganz rechts, genau. Gut, dann machen wir das. Machen wir noch. Ist jetzt die Frage, wollen wir ein bisschen überziehen oder wollen wir fiese Katzen fies machen? Ja, ich denke doch fiese Katzen fies. Oder? Fiese Katzen fies? Fiese Katzen sehr fies. Also fiese Katzen sehr fies, alles klar. Dann machen wir fiese Katz fieser, indem wir jetzt den fiesen Cut setzen. Ja. Und, ja. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, das Video zu bewerten. Lasst doch einen Kommentar da und schaut beim anderen vorbei, ne? Ja, und schaut vor allem beim anderen vorbei. Das ist das Wichtigste. Und schaut beim anderen vorbei. Genau. Und ihr könnt ja noch in die Kommentare schreiben, ob ihr auf die Gamescom kommt. Ob ihr auf die Gamescom gekommen seid. So. Und ob wir uns gesehen haben. Tun können. Jo, gut. Alles klar. Es ist noch nicht Mittwoch, das heißt, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, wie auch immer, kurz vor Mitternacht, kurz vor Ende. Und bis dahin. Bis dahin, Leute. Ciao. Bye.